Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren spektakulären Part von Friend Bo. In diesem Part können wir jetzt dieses Rezept hier vollenden und dafür muss ich noch das Haar der Person, die verzaubert werden soll, in den Kochtopf geben. Also einmal das hier auf den Topf benutzen, bitte. Jetzt die Haare. Gut, wunderbar. Irgendetwas ist passiert. Ich sollte den Mädchen zeigen, dass der Zaubertrank fertig ist. Alles klar. Grrr, funktioniert nicht. Moment, schauen wir uns das besser nochmal an, bevor ich irgendwas Dummes mache. Wunderbar. Hier bitte. Alles ist bereit. Gehen wir in die Küche. Gut, los geht's. Wundervoll, wundervoll. Na dann, auf in die Küche. Bitte setzt euch und schließt eure Augen, Ladies. Und jetzt kann ich das hier, den Trank auf die Zwillinge benutzen. Yay! Und jetzt sage ich die Worte. Och Gott. Okay. Wunderbar. Warte mal, das ist nicht der richtige Zauberspruch. Du hast uns reingelegt. Ha, wundervoll. Was habe ich getan? Du meine Güte, das ist nicht richtig. Der Schlüssel, jetzt kann ich mein geliebtes Katerchen befreien. Ich bin nervös. Ein goldener Schlüssel, ich frage mich, ob ihr den Käfig öffnet. Ich frage mich, ob hier draußen jetzt was anders ist. Hallo? Hast du schon eine Lösung gefunden? Wiedersehen. Tschüssi. Cool, ich dachte, der sagt jetzt was Neues, da ich mich ja bereits um die Zwillinge gekümmert habe, aber scheinbar tut er das nicht. So, kann ich den Schlüssel vielleicht hier benutzen? Der Schlüssel war für das Schlüsselloch. Und was ist das jetzt? Ein Puzzle? Was zum Henker ist das jetzt? Hui, this one can't be moved. This must be part of the machine. I can't move it. Was zum Henker mache ich hier? Das ist ultra nervtötend. Mein Gott, ist dieses Rätsel nervig. Oh mein Gott, danke schön. Mann, war das nervtötend. Ah, das war schon ultra nervig. Okay, was ist jetzt los? Aha. Was ist das? Zwei Skelette? Sie sehen ziemlich klein aus, so wie ich. Ich kann mir vorstellen, wer diese beiden waren. Dann bin ich also kein Mörder. Das Schwesternversprechen. Wir, Clara und Mia Buhalmet, versprechen hiermit für das unfaire Schicksal, das Edward uns angedienen ließ, Rache zu nehmen. Unter Blut und Tränen versprechen wir, dass wir ihn töten und unsere Körper wiedererlangen werden. Wir werden es nicht länger hinnehmen. Obwohl wir Schwestern sind, hassen wir uns und werden uns immer hassen. Nichts wird das jemals ändern. Aber jetzt, da unsere Körper aneinander gebunden sind, können wir unsere Aufgabe nicht erfüllen. Die Stärkste wird ewig leben und die Schwächste wird sterben. Oh, die Schwestern haben eine riesige Narbe in der Mitte. Das ist gruselig. Vielleicht waren sie ja doch zwei verschiedene Personen. Huch, das Bett und der Boden kommen mir bekannt vor. Oh, okay. Oh, eine zweiköpfige Puppe, die muss echt alt sein. Sie ist ziemlich schmutzig, sie müssen wohl viel mit ihr gespielt haben. Meine Spielsachen sind auch ein bisschen schmutzig, ich vermisse es, mit einem Puppenhaus zu spielen. Eine pinke Rosette, hübscher Haarschmuck.
glänzendes Zeug, sieht aus wie eine Halskette. Duotin, meine Tabletten heißen auch Duotin. Aber dies sind die gelben. Ich frage mich, was wohl der Unterschied ist. Du meine Güte, das muss der Schlüssel zum Käfig sein, endlich. Perlen, die müssen von einer kaputten Kette stammen. Mutter muss sterben, Igitt. Meine Mama war sehr gut, sie hat mich oft umarmt. Vielleicht war diese Mama überhaupt keine gute Mama. Das ist eine blaue Rosette, die gefällt mir sehr. Ah ja. Mein Gott, also dieses Rätsel gerade, es war nicht schwer, es war einfach nur nervig. Gut, gehen wir mal hier nach oben und befreien unseren geliebten Kater. Mr. Midnight, ich bin da, um dich zu retten. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Es hat geklappt, mein liebstes Katerchen. Komm raus, lass dich umarmen. Yay, endlich wieder vereint. Oh, das fühlt sich so gut an. Ich bin frei, Fran, meine liebste Freundin. Du bist frei, mein Liebes. Jetzt ist es an der Zeit, nach Hause zu gehen. Ja, gehen wir. Wir müssen nach Hause gehen, Katerchen. Hoffentlich ist der Heimweg nicht zu weit. Das hoffe ich auch, Fran. Wir schaffen das zusammen. Ich kann dir helfen. Gut, dann muss ich jetzt halt überlegen, wo ich als nächstes hingehen soll. Wenn ich jetzt hier rausgehe, was passiert? Nichts. Ich hab's geschafft, Sir Kröte. Die Mädchen sind weg. Das ist perfekt. Jetzt kann ich diesen Ort verlassen und zu meiner Familie zurückkehren. Das will ich auch, Sir. Ich habe endlich mein Katerchen gefunden. Ich will jetzt einfach nur nach Hause gehen und bei Tante Grace sein. Aber wie wirst du hier rauskommen? Hier gibt's kein Boot. Ich dachte, du könntest uns helfen, hier rauszukommen. Ich werde dir ja gerne helfen, aber ich bin zu klein. Obwohl mein Körper ziemlich dehnbar ist, kann ich euch niemals bis zur anderen Seite tragen. Lass mich nachdenken, bitte geh noch nicht. Kann ich dich so ausdehnen? Nimm dies, Kröte, das könnte dir helfen. Ich bin kein Bäckereibrötchen. Aber ihr seid alle so schleimig und weich wie Teig. Du hast recht, das könnte klappen. Auf geht's. Es hat geklappt, es hat wirklich geklappt. Ich bin so groß und ich fühle mich umwerfend. Großartig, gehen wir. Komm, Mr. Midnight. Klar, Fran, ich habe nur eine Beschwerde. Diese riesige Kröte starrt mich an. Wovon redest du? Er will, dass wir ihm helfen, das ist alles. Na gut, wenn er frech wird, kratze ich ihn. Das ist in Ordnung, aber versuch ihm nicht zu sehr weh zu tun, wenn wir auf ihm sitzen. Das Wasser ist tief und wir wissen nicht, welche Art von Kreaturen darin lauern. Wenn wir ins Wasser fallen, könnten wir sterben, Katerchen. Oh, ich verspreche, dass ich die Kröte nicht kratzen werde. Gehen wir. Hey Mädchen, bevor wir gehen, wollte ich dir noch etwas geben. Ich habe dich auf diesem Bild gesehen, also dachte ich, es ist wohl deins. Und dieses Buch war auch dabei. Oh Kröte, du hast mein Familienfoto gefunden, vielen Dank. Ich dachte, ich hätte es für immer verloren, aber das Buch gehört mir nicht. Na gut, das Buch schenke ich dir. Lesen ist immer gut und es hat viele Bilder. Wow, danke, ich mag Bilder. Gehen wir jetzt. Ja, auf geht's, halt dich gut fest. Oh Gott, was für ein Bild. Ich liebe es. Was passiert jetzt? Ach Mist. Komme ich jetzt auf der anderen Seite wieder raus oder was passiert jetzt? Nein. Mein Gott, okay. Das muss man auch erstmal wissen. Ach komm, willst du mich verscheißern? Äh,
Ja, das wird nichts. Und ich kann auch nur in eine Richtung springen. Das ist super. Ach Mist, ganz knapp. Ah, das war ziemlich schlecht, oder? Kommt da noch was? Ja, da kommt sogar noch was. Glück gehabt. Perfekt. Oh Gott. Diese Minispiele sind echt grausig. Ich warte noch ein bisschen. Oh Gott, komm schon. Da muss noch was kommen. Oh, danke schön. Das hat überraschend gut geklappt. Ich bin schockiert. Hier sind wir. Jetzt könnt ihr abspringen. Auf geht's, Katerchen. Na gut, jetzt ist es Zeit, nach Hause zu gehen. Ich hoffe, du findest deine Familie bald, Sir Kröte. Danke, du auch. Lebe wohl. Wiedersehen, Sir, und danke fürs Mitnehmen. Fran, was sollen wir jetzt tun? Finde den Heimweg, Katerchen. Siehst du den Himmel? Es dämmert schon. Bald werden all die gruseligen Dinge verschwinden. Ah, ich bin so hungrig und müde. Ich will jetzt nach Hause gehen. Ich auch, Katerchen. Wir finden den Weg schon. Ich tue mein Bestes, um dir dabei zu helfen, meine Liebe. Gehen wir. Bist du ein Stein? Es wäre großartig, einem Troll zu begegnen, was? Wunderschöne Blumen. Kristallklares Wasser, du bist so hübsch. Ich frage mich, ob ich eines Tages schwimmen kann. Vielleicht kann ich Tante Grace bitten, es mir beizubringen. Oh, Katerchen, was wirst du als erstes tun, wenn wir wieder zu Hause sind? Essen, natürlich. Essen, bis ich einschlafe. Und du? Hihi, ich glaube, ich will dasselbe. Oh mein Gott. Du meine Güte, ein Babyskelett. Sie haben es wohl nicht rechtzeitig geschafft. Gute Nacht und träum was Schönes. Kristallklares Wasser, du bist so hübsch. Ich sehe da eher eine Blutlache, aber egal. Okay, der sagt nichts Neues. Na dann, schauen wir doch mal, was als nächstes kommt. Wow, was für ein Baum. Er hat so viele Wurzeln. Sie sehen aus wie Arme. Ich würde liebend gern eines Tages mal ein Gespräch mit einem Baum führen. Sir, bist du die seltsamen Insekten, die hängen geblieben sind? Sie schlafen. Vielleicht hängen sie gar nicht fest. Na, ich hoffe, sie haben ihren Haker. Ach du meine Güte, diese Brücke sieht ziemlich unheimlich aus. Oh Fran, komm schon, wir müssen nach Hause gehen. Wir haben keine Zeit, uns zu fürchten. Ja, aber ich habe etwas Höhenangst. Ich kann zuerst gehen, in Ordnung? Dann folgst du mir. In Ordnung, Katerchen. Du bist so lieb. Ich bin direkt hinter dir. Okay. Irgendwas wird jetzt dann bestimmt passieren. Fran, warte. Och Gott. Du mieser kleiner Pisser. Du meine Güte, ich kann mich nicht mehr festhalten. Ich will nicht sterben. Du wirst nicht sterben, meine Liebe. Komm schon, du schaffst das. Spring. In Ordnung, los geht's. Ich hab dich. Fran, nein. Hab keine Angst, Fran. Wir fallen immer.
Und nach dem Schmerz werden wir immer wieder aufstehen. Oh, liebe Tante Grace, verlass mich nie. Weine nicht, mein kleines Mädchen. Dein Herz ist rein, aber deine Seele ist gequält. Du musst bleiben und deinen eigenen Weg gehen. Bitte, Tante Grace, warum lässt du mich nicht hier raus? Bitte. Du wirst mich ganz allein lassen, wie meine Mutter und mein Vater. Es tut mir leid, meine liebe Fran. Bald wirst du es verstehen. Tante Grace, nein, geh nicht. Bitte, bitte. Fran, es ist Zeit für deine neuen Medikamente. Oh, was ist passiert? Wo bin ich? Fran, wo bist du? Das sind Frans Strümpfe. Oh, ich liebe es, dass man jetzt auch so kleine Tatzen statt Hände hat. Frans Schuh. Einer von Frans Schuhen. Ah, was für ein hässlicher Baum. Ich kratze dich, du böses Ding. Katerchen? Katerchen, hör auf! Wovon redest du da? Fran, mein Schatz, bist du das? Das kann nicht sein. Was ist es, Liebes? Natürlich bin ich es. Wer soll es denn sonst sein? Fran, du bist ein Baum. Sei nicht albern, hilf mir auf. Warte mal eben, wo sind meine Hände? Warum kann ich mich nicht bewegen? Ich sag's dir, mein Liebes, du hast dich in einen Baum verwandelt. Was? Aber wie? Oh Liebes, das ist das Ende der Fahnenstange. Das große Monster ist schuld, das weiß ich, Katerchen. Es lässt uns nicht nach Hause gehen. Ich hoffe, es kommt nicht mehr wieder. Es war sehr unheimlich. Es kommt immer zurück. Ich erinnere mich noch an ihn aus dieser Nacht. Der Nacht, in der Mama und Papa gestorben sind. Ach, das hat jetzt Katerchen gesagt, egal. Katerchen, ich will nicht darüber reden. Ich will einfach nach Hause gehen. Aber du bist ein Baum, meine Liebe, ein Baum. Ich kann dich nicht nach Hause tragen. Außerdem bin ich mir auch nicht sicher, was wir sind. Werde ich sterben, Katerchen? Sag es mir. Bitte sag das nicht, Fran. Lass mich nicht allein. Aber ich fühle mich so schwach. Homka, ik ni mehaula. Kolke, kolke, ik runma. Pasku haula ni. Ja, ja, okay, das werde ich nicht vorlesen. Ah, vorsichtig, Sir, warum greifst du mich an? Könntest du mir bitte verraten, wo ich bin, Sir? Hör auf, ich kratze dich. Was sagen Sie da? Oh, mein Katerchen, warum muss so etwas nur uns passieren? Hör auf, mich anzugreifen, bitte. Ich führe nichts Übles im Schilde. Katerchen, hilf mir. Finde meinen Geldbeutel, bitte. Vielleicht kann ich was tun. Ich schau, was ich tun kann, Fran. Hör auf, meinen Freund anzugreifen, Möhre. Ich verstehe nicht wirklich, was du sagst. Ein altes Gemüse, das in einem Boot sitzt. Ein müder Baum. Gute Nacht. Aha. Cool, da haben wir schon die... Ah, okay, man hat nicht viel Zeit. Schnell. Ich muss irgendwie an ihn herankommen, ja. Ha. Ich weigere mich, mein wunderschönes, weiches Fell im Wasser auszusetzen. Ja, das klingt nach einer Katze. Ich brauche den Speer, oder? Das ist Frans Kleid. Du
du meine Güte, ich hoffe, du hast den Geldbeutel bereits gefunden. Ich habe den Geldbeutel gefunden, aber ich komme nicht an ihn heran. Warum nicht, oh Liebes, tu etwas. Da ist eine Brücke und ganz viel Wasser und die Brücke funktioniert nicht richtig. Huch, na wunderbar, dann mach, dass sie funktioniert. Von hier kann ich dir nicht helfen. Das sind ein paar runde Dinge, die ständig zurückrollen. Na, dann tu etwas, damit sie nicht zurückrollen. Weisheiten. Ah, ich kann auch hier hingehen. Was für eine seltsame Form. Was ist das? Ich höre Geräusche. Sie sprechen. Vielleicht ist das eine Stadt. Wie es hier weitergehen wird, das erfahren wir dann erst im nächsten Part von Franbo. Ich sage herzlichen Dank fürs Zusehen und ciao, ciao.